oder? Ja, also es ist so, dass ich mit dem Chris eben gerade jetzt in den letzten 2 Jahren, aber auch schon davor Konzerte gemacht habe. Ich habe auch schon mal auf seinen Platten teilweise das Klavier eingespielt. Wir kennen uns jetzt sehr lange, wir sind beide aus Mahl. Und daher habe ich eben auch im letzten Jahr mitbekommen, was er da so geplant hat. Er hat mir also dann im Vorfeld bei unseren Proben und so immer mal erzählt, oh, ich habe da was, eine Idee irgendwie, ich mache da so ein musikalisches Theaterstück, schwebt mir vor, die kleine Mundharmonika. Und dann habe ich so ein bisschen auch diesen Entstehungsprozess mitbekommen im vergangenen Jahr, seine Ideen und so. Und ja, und dann, als es dann natürlich, als ihm die Idee kam, dass eben Gospelchor dann auch auf der Bühne sein soll, Teil des Stückes sein soll, war das im Grunde naheliegend, dass er mich dann fragte, weil er wusste, dass ich dann Chöre habe, dass ich eben auch einen Gospelchor habe. War es naheliegend sozusagen, dass er mich gefragt hat. Als ich gefragt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin sofort dabei, habe sofort Spaß dran. Ja. Dass das auch wieder so manchem Lust macht, sich mit Musik zu beschäftigen. Und das wäre natürlich toll. Das Schöne ist ja, dass er ja immer auch so ein, wenn er seine Ideen vermittelt, ja, und über seine Ideen spricht, dann hat er immer ein Leuchten in den Augen. Ja, also dann, man spürt es ihm jedes Mal förmlich ab, ne, dass er so richtig da drin ist und dass er da einfach für brennt. Pharaoh, let my people go. Ja, immer einen schönen Sound. Es ist toll, das ist ein Streifzug durch die ganze Musikgeschichte, wenn man so will. Ja, unserer heutigen Musik. Und da kann man natürlich ganz viel mitnehmen. Übrigens auch hervorragend. Ich war jetzt, habe jetzt gerade 4,5 Monate als Aushilfe in der Schule gearbeitet, auch hervorragend geeignet, um das auch mit Schülern zu machen. Da kommt so viel an Message rüber, auch an Informationen. Und das eben auch unterhaltsam verpackt. Das ist toll, das Stück. Im Grunde habe ich in der heutigen Probe auch was ganz Neues ausprobiert. Ich habe nämlich ausprobiert, mit denen mal zu improvisieren. Das hat erstaunlich funktioniert. Immer, wenn man überlegt, dass wir ja nur, dass wir ein deutscher Chor sind, also sagen wir mal, deutsche Laien, ich glaube, die haben auch so ein bisschen Blut geleckt. Ich vermute mal, dass ich das in Zukunft jetzt einige Male mit denen auch machen werde und machen muss. Stellt euch mal hin. Ich gebe euch ein bisschen was vor und ihr singt es einfach mal nach. Oh, 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 oh. Und jetzt ihr? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Chris ist, was das anbelangt, sowieso ein Phänomen. Ich habe ihm das auch schon mal gesagt. Ich habe ihn früher immer so ein bisschen, oder nicht nur ich, sondern auch andere haben ihn so ein bisschen belächelt, weil er ja keine Musik studiert hat und so. Mittlerweile, wo ich jetzt mal seit Jahren eigentlich auch mitbekomme, was er alles leistet und was er an Ideen hat und diese Ideen aber nicht nur Ideen sein lässt, sondern sie auch wirklich umsetzt und was er da für Hebel in Bewegung setzt und was für eine Energie er da auch hat und Konsequenz oft. Das muss ich sagen, Hut ab, also das ist aller Ehren wert und ich könnte mir da eine Scheibe von abschneiden ja. Auf der anderen Seite, wenn man das nicht hat, dann kann man eben auch nicht solche Sachen auf die Beine stellen. Also wer so ein Projekt wie die kleine Mundharmonika wirklich auf feste Füße stellen will und umsetzen will, der muss letztlich diese Energie haben und ja, Hut ab, er hat das. Gut, er fordert natürlich auch, weil er sehr hohe Maßstäbe an sich selber setzt. Setzt er diese Maßstäbe oder möchte er natürlich ganz gerne, dass die Leute, die für ihn arbeiten und letztlich die er ja auch in aller Regel auch bezahlt, den verlangt er auch das Gleiche ab. Ich weiß noch, wie wir im Studio gewesen sind, um die Weihnachts-CD 2013 war das aufzunehmen. Und dann, nachdem wir, ich weiß nicht, 10 oder 12 Stunden im Studio da gearbeitet haben und dann irgendwie nochmal eine Pause haben wollten, aber ihm war davon nichts anzumerken. Also er hat uns da nochmal zu Höchstleistungen gebracht und ja, was natürlich auch gut war, er hat da nochmal einiges aus uns rausgeholt. Also da ist, klar, da fordert er einiges, aber letztlich ist es natürlich auch richtig, weil wer was auf die Beine stellen möchte, der braucht einfach Leistung. Und nicht nur er von sich selber, sondern er braucht eben auch Leistung von den anderen und muss das auch erwarten und einfordern.